Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von hier Let's Play Together Terra Online. Jetzt in der Open Beta und es gibt jetzt ein Praxistutorial und das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Da lernt man dann die Steuerung kennen und ich kann euch auch direkt zeigen, wie sich das Ganze mit dem Controller spielt. Dafür schließe ich mal gerade meinen Controller am PC an. Und mit dabei ist der Jens. Tauschen! Ihr könnt natürlich auch dabei sein. Je nachdem, wann ich das Video hochlade. Ja, das weiß ich auch. Und los geht's mit dem Controller. So, gucken wir doch mal. Vor 3 Jahren auf der Insel der Dämmerung. Bam, bam, bam. Okay. Also ich habe hier halt ganz normale Steuerung. So gehen, Kamera schwenken. Dann sind die Attacken auf A, X, Y und B. Hier ist eine Seitwärtsrolle. Das ist Pfeilsalve Stufe 5. Hier kann ich ganz normal schießen auf A. Rechte Taste kann ich, also RB, kann man die Fertigkeiten switchen. Da kann ich dann zum Beispiel das hier machen. Was immer das ist. Keine Ahnung. Dann noch diese Fertigkeit. Die Nahkampf. Ah, okay. Ja, Leertaste natürlich. Drücke ich immer Leertaste auf dem Gamepad. Ist ja auch von. Dann kann ich noch zusätzlich die linke Taste drücken. Da habe ich dann nochmal mehr Fertigkeiten. Und wenn ich beide gedrückt habe, habe ich noch mehr Fertigkeiten. Und auf RT und LT sind natürlich auch noch Fertigkeiten. Hier zum Beispiel auf RT. Wieder aufstehen, wenn man umgenockt ist. Und irgendwo ist auch Jens da, direkt vor uns. Hat ich habe gerade gefunden. Das Menü. Wie funktioniert das denn hier mit dem Cursor? Geht das nur mit der Maus oder wie? Schein. Jens, wenn du mal gerade stehen bleiben willst, dankeschön. Stehen? Wollte doch das Freund hinzufügen. Und dann kann es auch eigentlich schon losgehen. Ja. Yeah. Sollen hier vorne jetzt, glaube ich, irgendwo hin. Ja. Ja, hast du die Gruppeneinladung schon angenommen? Emma, wenn mir was wäre. Ich hab dich eingeladen. Ah, so kann ich auch den Cursor steuern. Freundesliste, du wissen die nochmal. Ja. Gesellschaft. Freunde. Koch des Todes. Wählen wir dich mal an. Und kann ich jetzt irgendwie was mit dir machen? So, In die Gruppe ein. Hast du jetzt. Achso, diese Aktion ist während des Tutorials nicht erlaubt. Man sollte vielleicht mal lesen. Hilft auch weiter. Naja, dann reden wir jetzt hier erstmal mit denen. Oh, ich hasse. Was kann ich für euch tun? Ich werde euch helfen. Okay, bringt Notfallmedikamente zu den Medizinern, die auf dem Strand verletzte Soldaten behandeln. Ey, ich will mit dir labern. Also, Expedition auf der Insel der Dämmerung. Macht nur weiter so. Liefert Medikamente ab. Larkins. Und Jens, kommst du klar? Ja. Man muss also irgendwie mal ein bisschen los. Erstmal nur mit der Steuerung. Ja, die ist anfangs recht gewöhnungsbedürftig, vor allem auf dem Controller. Ja, denkst du für mich nicht? Spielst du gerade auch mit Controller oder was? Nee, ich spiele normal über Tastatur. Aber weil ich muss immer eine Taste drücken, damit ich ins Interface reinkriege und damit ich irgendwie mit irgendeinem Typen labern kann. Ja, das liegt halt an dem Open Combat System, aber du kannst auch einfach F drücken zum Labern. Okay, so geht's auch. Man müsste doch mal ein bisschen was. Sprecht mit Versorgungssoldat Poming, der den Vorräter am Strand überprüft. Machen wir noch, ja. Oder ich warte noch gerade auf Jens. Wenn man wisst, wo man hinlatschen muss. Wo du was musst? Wo ich hinlatschen muss. Steht ja in der Quest und siehst du auf der Minimap.
Ach, da hinten in die Ecke. Also ich muss schon sagen, der kann echt schnell mit dem Bogen schießen. Und finden wir noch einen Sanitäter. Sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Sprich mit Versorgungs- und... Ah ja, genau, ich muss mit dem Typen labern. Ah, gut, dann bist du ja so weit wie ich. Genau. Jetzt fliegen hier aber schon wieder Flugzeuge lang. Ich muss das Fenster einfach auflassen. Nicht meine Schuld. Viel zu warm. Ich habe verstanden. Nimmt die Ausrüstung. Die Vorräte haben Strand organisiert. Einer, der die überprüft und einer, der organisiert. Das ist ja gut. Mhm. So, wie legt man denn hier die Ausrüstung? Rechtsklick, geht ganz einfach. Ja, genau, auf dem Controller. Sorry. X, nee. Nein, sorry. B. Ah, B. Ah, falscher Controller. Halt die rechte Taste. Jetzt haben wir uns hier hinten melden. Ja, ich weiß, dass ich hier einen Interface-Modus umschalte, wenn ich Start drücke. Ihr seid von der Föderation, oder? Ich weiß nicht so recht, ob ich von der Föderation bin, aber könnte gut sein. So, jetzt soll ich verängstigte Soldaten aufheitern, ja, die haben mir ganz doll Angst. Sekunde, die sind mal wieder hier. Kopf hoch, los. Alter, Sack. Göttin Velik wird uns beschützen. Wo bist du, Marcel? Da vorne. Ich hab gerade die Soldaten ermutigt. Wenn's euch nicht passt, dann geht. Müssen wir mit dem Typen labern. Genau, ich muss auch noch ein paar Soldaten ermutigen. So. Sagt dem stellvertretenden Kommandanten Akrak, dass ihr zum Kampf bereit seid. Könnte ich ja theoretisch mal gerade tun. Achtet euren Feind, dann tötet ihn. Oh, genau. Ich komm danach. Wo ist der Kommandant? Kommandante, Kommandante. Ich werde Alien finden. Findet den Eingang zur Strandhöhle und geht hinein. Okay, okay. Ich soll die linke Taste drücken, um automatisch zu laufen. Ah. Wie angenehm. Ja, ich weiß. Marcel, wo bist du? Ich gehe gerade zur Strandhöhle. Warte doch mal auf mich. Nummern. Sollte ich Autorun mal ausmachen. Und hier ist direkt am Anfang ein Jump'n'Run, hat man auch so in Terra noch nicht gesehen. Also ich zumindest nicht. Nein, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich öffne mal die Karte. Wenn es die geben würde. Ah, gibt's nicht. Aber wo ist denn jetzt hier die Strandhöhle, bitte? Weiter nach oben? Ja, ich bin ganz oben und da... Teleportier dich zur Insel der Dämmerung. Ich möchte es mal nicht. Ja, das ist ja die Insel der Dämmerung. Ja, das meinte ich ja, dass das eigentlich nicht sein kann, aber das sieht ja aus wie eine Höhle, also gehe ich da jetzt einfach mal rein. Hallo. Ich habe auf Ja gedrückt. Wann geht's denn los? Ah, jetzt. Jetzt muss ich schwimmen. Juhu. Ah, auch ins Wasser geflogen. Ja,
Muss man ja. Hm. Ich soll F drücken, um zu klettern. Genau, F. Ja. Ist nicht zufällig linke Taste. Also das müssen sie echt noch optimieren, dass wenn man mit dem Controller steht, spielt das halt nicht die Tipps auf Tastatur stehen. Ich meine, das Spiel soll in 2 Wochen rauskommen. Sollte das mal langsam fertig werden. Und die sollen den Tech nicht zuspammen lassen. Ja, wann werde ich denn? Ach, hier muss ich rüberklettern, sag mir das doch wieder. Jens, warum sagst du mir denn nicht, dass ich über die Leiter muss? Sorry, mein Fehler. Du musst leider über die Leiter, du musst über die Leiter klettern. Dankeschön. Bitte, bitte, bitte. Immer wieder gern. Für Defensivmodus, ich will auch Defensivmodus. Ähnelt schon fast einem Shooter hier. Für dich, ja. Oh, One Hit. Nett. Man ist auch mittlerweile schon Level 20 hier, ne? Auch immer ich dem Typen da keinen Schaden. Ist der da? Machen wir fast bei dran. Oh, aber jetzt habe ich ihn runtergeschmissen. War ja irgendwie voll gar nicht meine Absicht oder so. So, was habe ich denn noch für nette Fertigkeit? Ah, Nahkampf. Ah, nicht so weit springen. Durchdringender Feld. Was ist das? So, wie nimmt man denn Sachen auf? Haben sie den armen Typen da jetzt schon wieder runtergeschmissen oder was? Bird tot. Ach, schon wieder einer. Patty! Hier kann man ja auch Auto-Hit AFK rumstehen mit dem Hand. Ich drücke einfach die ganze Zeit A und schieße. Mehr mache ich nicht. Dann kann ich singen, they see me rolling. Hey, hey, hey. Hard. Oh, Priester. Scheiß Priester. Also ich muss schon sagen, MMO mit Controller zu spielen ist echt anstrengend, weil man nur so ein sehr begrenztes Interface hat. Man hat maximal 4 Fertigkeiten. Und wenn man immer so unendlich viele Fertigkeiten hat in dem Spiel, dann ist das nicht schön. Nein, du. Du sollst sterben. Ich will aber nicht. Ich doch nicht, du. Warte mal gut. So, da haben wir das auch schon mal geschafft. Neben der Falle RB und A.
Ach so, das sind Fallen. Hätten wir ja auch mal wer sagen können. Hätte man sagen können. So, einfach mal in alle die Pfeilsalve reinhauen. Und nochmal das Ganze. Zack, alle tot. F zum Interagieren, okay. Was soll ich denn bitte interagieren? Ach, hier sollte ich nicht lang. Nee, die Brücke ist zerstört. Nee. Jens, hättest du das gedacht, dass die Brücke zerstört ist? Nein, total nicht. Das war nur ein Bild für ihn. Ach, Zeit ist eine falsche Kurse. Weißt du schon, was lang geht? Nein, ich helfe Alien gerade. Tötet irgendwas mit dem Expeditionsmodul. Oder was meintest du jetzt mit, weißt du schon, wo es lang geht? Nach der Brücke. Zur Seite, zu dem Steinhaufen. Wann kommt denn Kumas hier? Ich soll hier weitergehen, oder was? Ja. Ach, da. Fetti, hallo. Hallo, Fetti. Wie bist du dann über den Channel drüber gekommen? Bitte was? Wie du Steiner vorbeigekommen bist. Naja, mit dem Typen labern und der sprengt das dann alles weg. Da muss man doch fett nicht. Macht er bei mir nicht. Hast du ihn angesprochen? Natürlich. Hast du auch die Quest, dass du seinen Gefährten helfen sollst und so? Achso, das sind alles unsere Helfer, sagt das doch. Ich hab immer noch Verstoß. Okay, irgendwie hat die Fertigkeit Abklingzeit, ich kann sie trotzdem die ganze Zeit benutzen.
1,5% und kaputt. Belast den die Behandlung der Patienten soll noch Karascha töten. Oh. Nettes Viech. Oh, und das bewegt sich auch noch so wenig. Das ist ja schön. Hey, was ist jetzt kaputt? Unsere Truppen auf der Insel der Dämmerung wurden ausgelöscht. Und Elion, der Anführer der Expedition, wird vermisst. Elion ist einer der größten Helden Valkyrs. Daher ordnete die Föderation eine Suche an. Doch Samael, der Kommandant in Velika, mahnte zur Vorsicht, da die Föderation keine Truppen an der Argonenfront entbehren kann. Elions Bruder Lian forderte ein sofortiges Handeln und begab sich zur Insel der Dämmerung. Samael bot Unterstützung in Form junger Rekruten an, die im Zuge ihrer Ausbildung Elion suchen und die Insel erforschen sollen. Von Elions Heldenhaftigkeit inspiriert und voller Tatendrang seid ihr. Schön, dass das Video mittendrin abbricht. Toll, sehr nett. Bei mir hat das nächste Event mal nicht ausgelöst gehabt. Das ist doch nett. Da, die Insel der Dämmerung. So, und das Video kennen Endlich wir schon. Geht's zur Sache. Das heißt, das kann ich überspringen. Ja, also hoffe ich zumindest. Ja. So. Und da sind wir jetzt wieder in der richtigen Story. Also das Tutorial ist jetzt vorbei. Und damit verabschiede ich mich erstmal. Ich hoffe, ihr spielt dann in den nächsten Tagen mit. TS3-Daten solltet ihr ja haben, sonst findet ihr die auch bei uns auf der Website unter Kontakt. Und ja, wir hören uns dann im TS und zocken vielleicht noch eine Runde miteinander. Ne? Tschüss. Tschüss.